Wow, wow! Bierschenken, Bierschenken! Wow, wow! Moin, moin, liebe SportsfreundInnen! Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Bierschenken-Podcasts. Diese ist eine besondere Ausgabe. Wir berichten nämlich, naja, live ist natürlich relativ. Ich fange den Satz nochmal von vorne an. Wir waren auf dem Manchester Punk Festival, ist mittlerweile jetzt auch schon über eine Woche her. Und wir haben da zwischen den Bands immer ins Handy erzählt, wie wir die Bands so finden oder fanden. Und der Plan war, dass wir dann immer ein Lied einspielen und dann unsere Live-Snippets zu hören sind. Und dass das dann quasi euch unsere Festival-Erfahrung in Podcast-Form darstellt. Das funktioniert insofern gut, als viele der Bands nicht in der GEMA oder dem britischen Gegenstück PRS oder dem US-amerikanischen Gegenstück ASCAP registriert sind, einige aber schon. Deswegen mussten wir ein paar Sachen weglassen und ja, wir haben jetzt einen Ausweg gewählt. Also in diesem Podcast sollten eigentlich Lieder von Much the Same und Random Hand gespielt werden, die aber leider urheberrechtlich geschützt sind. Und obwohl die Bandmitglieder uns gesagt haben, klar, könnt ihr machen, können wir das natürlich einfach nicht machen. Schuld ist wie immer der Kapitalismus. Und statt Much the Same spielen wir jetzt ein Lied von Pizza Tramp, die gleichzeitig gespielt haben. Wir waren zwar bei Much the Same, aber Pizza Tramp haben gesagt, wir können ein Lied von ihnen spielen und die sind nirgendwo registriert. Und statt Random Hand spielen wir ein Lied von der Band Power, was nämlich von der GEMA handelt. Deswegen ist das passend. Der Witz ist dann aber abgearbeitet mit dem ersten Podcast, mit dem ersten Tag. Dementsprechend müssen wir uns für Samstag was anderes überlegen, aber das hat ja noch Zeit. Ich lese jetzt mal die ersten 5 Lieder vor, die in diesem Podcast gespielt werden. Es sind insgesamt 10. Und die zweiten 5 Lieder sage ich euch im Outro, was das gewesen ist. Also es geht los mit der Band Burning Flag und dem Lied Step Back. Ein Tipp von Götz Schafrin Schneider, aber das Lied hatte ich mir auch aufgrund des Textes selber schon überlegt und die Band hat gesagt, nehmt einfach irgendein Lied. Dann kommen Smoking Gives You Big Tits mit dem Lied My Favorite Fact About Maggie, ein Lied über Margaret Thatcher. Und dann der Band Aerial Salad und die haben das Lied Romance gespielt. Romance mit Fragezeichen. Dann kommen Nexö, ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus Kopenhagen, mit dem Lied Truth Aside. Dann eben nicht Much the Same, sondern Pizza Tramp mit dem Lied, muss mir für eins entscheiden. Ich sage jetzt einfach mal, My Back is Fucking Fucked. Ah ja, das war schon die erste 5. Dann viel Spaß. We'll be right back.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Bierschinken-Podcasts. Hallo. Wir sind gerade in Manchester alle zusammengetroffen. Geil. Und der erste Gast, oder eigentlich auch Redaktionsmitglied, ist niemand Geringeres als Götz Schaffenschneider, der als einziger der Reisegruppe gestern bei der Warm-Up-Show war. Ja. Wie war das denn da, Götz? Es war ganz hervorragend. Danke, okay. Tschüss. Nee, wer hat da gespielt? Es hat einmal die Band Snatch Game gespielt. Das ist eine Band, die nur aus Drag Queens bestand. Und sie war, also es geht eigentlich nur noch bergab so für das ganze Festival, weil war mit Abstand die glamouröseste und auch bestgestylteste und eigentlich auch die beste overall. Kamen als Nonnen auf die Bühne, haben sich dann entkleidet in ihre Drag-Kostüme und die haben eine sehr gute Show gemacht, die alle mitgerissen haben. Die haben anstatt einen Walk of Death gemacht, haben sie einen Vogue of Death gemacht, da sind alle schwul ineinander gelaufen und hatten einen, einen Fan, egal, es war eine gute Show. Dann war eine Band so Hipster-Punk, so mit Cowboy-Hut und verzerrten akustischen Gitarren, die waren auch gut, aber ich meine, es ist halt eine Show, ein klarer Abfall gewesen. Und dann kam so eine Punk-Normalband, die hieß ein Burning Flag. Die zweite Band hieß, habe ich vergessen, irgendwas mit Toodles oder so. Die vierte Band habe ich mir nicht angesehen, weil ich zu müde war. Aber das kann man ja im Internet alles nachlesen. Ah ja, cool. Vielen Dank für deinen Beitrag, Götz Schaffenschneider. Wir gehen jetzt zu The Union und holen uns unsere Armbändchen. Wir melden uns wieder, wenn es was Neues zu erzählen gibt. Es gibt was Neues zu erzählen. Götz hat sein Armbändchen schon. So, wir sind bei Teil 2. Das Wichtigste ist passiert. Götz Schaffenschneider trägt seine Krone. Carling Crown. Seine Carling Crown. He's the King of Carling. Und wir haben alle unser Armbändchen, was relativ gut lief. Es sei denn, man hat einen Doppel- bis Dreifachnamen. Wobei, bei dir hat das funktioniert, Götz Schaffenschneider. Okay, ich war auch andere Namen. Mehrere Vornamen sind anscheinend das Mehrere Problem. Vornamen scheinen hier ein bisschen das Problem zu sein. Ich habe meinen Schwarzmarkt gekauft. Und Sven Theodor hat einfach nur einen angegeben, weil er schlau ist. Aber es ist halt... Ja gut, aber mit dem Nachnamen, da kommst du hier halt, da bist du halt auch eindeutig identifizierbar. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall zur ersten Band. Und die da lautet... Smoking gives you big tits. Dabei ist für Götz gar nicht die erste Band. Ja, aber der zählt auch nicht. Der... Am heutigen Tage. Ja, und danach gibt es dann mal so ein bisschen Impressionen von der ersten Band. Wie schön die Stadt ist, wie es hier mit den Kränen so aussieht. Und was es mit der Biene auf sich hat. Oh, wer erklärt das? Ich. Ich bin ja auf jeden Fall Neumünster-Sachkundiger und kenne mich mit Schwänen aus. Das ist ähnlich. Und BVB. Und dem BVB, nur der HSV. She's
you to remember that my favorite fact about Maggie. My favorite fact about Maggie. My favorite fact about Maggie is that she's fucking dead. So, das waren Smoking Gives You Big Tits. Euer Eindruck? Bisschen kurzes Set, aber sonst ganz cool. Ja. Ich fand's mega. War einfach geil, geile Stimmung, viele Leute da, cool. Ja, in Ordnung. Für die erste Band cool. Gerd Schäferin-Schneider? Sie haben mit ihrem Erstlingswerk die Fans begeistert. Ich kann das nicht beurteilen, ich bin nicht reingekommen. So we need a second opinion on Smoking Gives You Big Tits. Warum sprechen wir jetzt Englisch? Because so that he can understand what we're talking about. Ja, ich bin auch nicht reingekommen. We didn't get in. Can you say something in German? Nein. 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 Okay. Okay, das war's mit Smoking Gives You Big Tits. Auf zur nächsten Band. Ja. Okay, läuft. I drink a lot of Guinness and now I told you this in Germany. Smoking big tits are very great. Oh, I want to talk German and change now. Smoking big tits sind schweinegeil und man muss einfach mal sagen, sie hat eine sehr, sehr gute Stimme. Von clean vocals bis zu growls ist alles dabei. Und der Rest der Band ist auch sehr, sehr gut. Ein sehr guter Drummer. Und mehr kann ich jetzt dazu nicht mehr sagen. We have to leave here. Du kannst das Interview weitermachen mit meinem Kumpel Scott. Okay, alles klar. Vielen Dank, Fischer, für dieses aufschlussreiche Interview. Also, Man darf das nicht mit rausnehmen.
das war meine erste gesehene Band. Nexö aus Kopenhagen, die ungefähr gefühlt die gesamte Kopenhagener Punkszene um sich herum versammelt hatten und mega abgefeiert wurden. Haben im wunderschönen Zombie-Shack gespielt. Es ist hier windig, keine Ahnung, ob man hier irgendwas versteht. Extrem geiler Abriss, extrem geiles, schnelles Ding. Schönste Ansage eigentlich. We're next to and you're going to die. Und dann wurde losgeknüppelt und rumgesprungen. Kritikpunkte, die Björn Borg Unterwäsche vom Sänger, die man sehen konnte, weil er sein T-Shirt ausgezogen hat. Ansonsten geiles, geiles Geknüppel, Gebretter und irgendwie so ein Hochgeschwindigkeits-Ecstasy-Punk. Kann man sich mal geben. So, moin, ich stehe hier gerade mit den Leuten vom Boost Cruise Festival rum und wir machen hier Podcast für Dishing. Was? Und ja, aus Einzelaufnahmen. Oh, aha. Und wir schneiden das zusammen. So, und ihr habt irgendwas gesehen. Was habt ihr gesehen? Was? Eine Band. Welche? Eine Band. Aerial Salad oder Aerial Salad? Weil ich, immer noch nicht weiß, wie man das ausspricht. Aerial von Air. Die österreichische Band. Deine Mutter. Genau, die, ja, genau, die haben wir gesehen, die ist sehr schön. Willst du das wirklich aufnehmen hier? Drüben in der Schulaula haben wir gespielt. Ja. Also eine Platte würde ich mir nie von denen kaufen, aber live ist geil. Den Starbucks haben die abgebaut hier drin und verkaufen dafür Bier. Ja. Und ansonsten ist das da gut. Waren Starbucks drin? Ja. Nein! Doch, eigentlich ja, aber das haben die abgebaut. Der Starbucks verkauft jetzt Bier und ich den Kaffee. Genau. Aber nur für jetzt oder für immer? Weiß ich nicht, ich bin betrunken, weil ich kein Kaffee jetzt. Ja, okay, gut. Ja, vielen Dank. Können wir ihn grüßen? Ja, kannst du, gerne. Hallo. Ich grüße meine Oma und Dieter Bohlen. Genau. Und die ganze Klasse 10b von der Realschule. Oh ja, und Max Paul, der nie sein Abi gemacht hat, geschweige den Realschulabschluss. Ich grüße überhaupt keinen, weil ich niemanden kenne. Danke fürs Schlusswort. Zurück ins Studio. Area 51. Götz isst noch. Sven, wie fandst du Aerial Salad? Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich habe die am Anyway gesehen und da waren die halt richtig geil. Und heute haben die halt so ihre Songs gespielt. Also war so, naja.
Ihr habt die zum ersten Mal gesehen, fand sie eigentlich ganz gut, aber ihr habt es mir assiger vorgestellt. Das habe ich vorhin schon mal gesagt und dann hieß es, ja, die waren auch mal assiger. Mhm. Ja, ich wünsche Götz weiterhin guten Appetit. Thank you. Sorry. Nur moin, ich bin hier gerade direkt vor Max the Same, die fangen gleich an, aber es ist relativ wenig los hier. Gleich Blutprobe. Ja, wir können das nochmal. Jakob Springer ist ein Patent angemeldet, oder? Worauf hat Jakob Springer ein Patent angemeldet? Aufs Saufen? Das glaube ich nicht, das haben schon Leute vor ihm gemacht. Seid ihr die Jakob Springers? Ja. Wir waren letztes Mal auf Manchester Punks Festival. Ja, war er dabei. Ja. Wo ist denn Leon? Der Leon ist beim Pissen schon wieder. Aber das ist ja jetzt die Meinung. Ja, am Anfang war der Sound, läuft das? Ach so. Ja, läuft die ganze Zeit. Am Anfang war der Sound ein bisschen scheiße. Dann wird es besser und dann war die Songauswahl scheiße. Ja, zwischendurch war es ganz gut. Sie haben meinen Lieblingssong gespielt, da hatte ich Gänsehaut, war mir egal. Ja, okay. Die haben alle gespielt, die ich kenne. Hauptsache, ja, genau so. Das ist egal. Hauptsache, die spielen Stitches und der Rest ist mir scheißegal. Dann können die auch. Barstuhl-Preachers. Snitches get Stitches. Ja, ist so. Ja, ist so. Ja, das wird so unzensiert im Internet veröffentlicht. Ja. Das ist für mich okay. Habt ihr auch noch eine Meinung? Eine generelle Meinung? Ich fand es ganz gut. Okay. Mir hat es sehr gut gefallen. Am Anfang war der Sound tatsächlich scheiße, hat der Getty recht. Aber so zwischendrin habe ich mich sehr drin wiedergefunden. Sehr schön. Gut. Dann saufen. Yeah.
Gerade mit FFP2-Maske. Ja, Phil stand da gerade mit FFP2-Maske und wir haben gerade FFP2-Rick gesehen. Oh, sind wir schon live? Ja, wir sind live. Und wir sind sauer. Mhm. Nein, nicht sauer, wir sind ein bisschen enttäuscht. Wir kommen gerade aus dem Union. Mehr als enttäuscht. Ja, mehr als enttäuscht. Wir sind sehr enttäuscht. Mehr als sehr enttäuscht. Enorm. Enorm. In Units. Absolut. 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 Wir haben gerade Wulfric gesehen. Und das war nicht so gut. Weil die erste EP von Wulfric uns beiden sehr gut reingegangen ist. Das stimmt. Die schmeckt einfach klasse. Und irgendwie die neuen Sachen so ein bisschen, also die sind ja gut, aber die sind halt nicht so geil wie die erste EP. Da fehlt halt irgendwie Geschwindigkeit. Sollen wir hier Bier oder hoffen, dass noch was kommt? Nee, wir hoffen, dass noch was kommt. Da kommt noch was. Da kommt gleich der Spar oder Co. Ah, ja. Ja, ja. Ja, haben wir sonst noch was dazu zu sagen? Ja, das war enttäuschend, die Songauswahl, der Sound so insgesamt. Die haben sich alle Mühe gegeben und die können das. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass da ein Gitarrist ersetzt werden müsste, aus tragischen Gründen, aber irgendwie ist das nicht so gut gewesen. Aber der Sound war halt diese Gniedelgitarre, die diese Band so ausmacht. Diese genau, die also, das war nicht nur, dass die weg ist, was eventuell daran liegt, dass sie den Gitarristen ausgetauscht haben, aber man konnte ja auch sehen, dass der Gitarrist gespielt hat, aber man konnte es nicht hören. So war's. Und das ist der Kritikpunkt. Das ist nichts gegen die Band. Sorry. Das ist ja das, was mich so ärgert. Und das ärgert uns richtig. Und deswegen gehen wir jetzt gucken. Sachen herumwerfen im Brotschuppen. Lecker Brot. Wir sind Deutsche. Oi. Herzlich willkommen zurück aus dem Brotkasten. Wir waren bei Sachen werfen und es wurden auf jeden Fall Sachen geworfen, inklusive Sänger, inklusive Worten, inklusive Spaß und irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht. Wo sind die stehen geblieben musikalisch? In den 80ern? Ja, schon, kann ne? Man so sagen. Das ist schon echt so. Und eine Gitarre, ein Bass, ein Sänger, ein Schlagzeuger und alle Vollgas rauf. Und schön auch endlich mal wieder irgendwann mit so einem leicht politischen Anspruch ja, zu hören. Also erstmal also richtig runtergeknöppelt, dann unser Kumpel ist tot, bitte klatschen. Vollkommen legitim, will es gar nicht runterspielen. Und dann erstmal eine zweiminütige Ansage über die Situation in Myanmar, worüber ja nun wirklich keiner Bescheid weiß. Nicht dieses immer gleiche vor dem eigenen Chor predigen, sondern wo man auch als gestandener Punkrocker sich noch im Publikum stehen denkt, das wusste ich auch nicht, dass das den Leuten auch so scheiße geht. Und dann, das ist nicht überraschend, denn den Leuten geht es überall auf der ganzen Welt scheiße. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn wir bald im Meer versinken. Aber es war eine coole Band. Ja, ich habe jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen und hoffe, wir sterben Nein, einfach ich alle. Ich muss noch was hinzufügen. Das letzte Lied, was wir gespielt haben mit dem schönen Titel Steve's Job, ist das beste Lied gegen das Konzept von Lohnarbeit, das jemals geschrieben wurde. Sag mal den Text durch, da geht es darum, so sauer zu sein, dass man
die Maus zerdrückt und mit dem Kopf den Schreibtisch einschlägt und dass ein Stück Kuchen und Casual Friday keine Entschädigung dafür ist, 5 Tage die Woche irgendeine Scheiße zu machen, worauf man keinen Bock hat. Und ja, das ist ein großer Hit. Wir gehen zurück ins Funkhaus und wünschen uns Throwing Stuff mit Mäuse zerdrücken im Büro. Leider können wir aufgrund der rechtlichen Verhältnisse kein Lied der Crooked Belvedere spielen. Bitte gehen Sie ins Internet und hören Sie sich das Lied dort an. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind jetzt gerade auf dem Weg von der CDU, von der Union bis zum Affen, dem Gorilla. Menschenaffen? Ja, Menschenaffen, natürlich, müssen wir sagen, weil ist ja nicht irgendwie so eine Meerkatze oder so ein Scheiß, sondern so ein richtig ausgewachsenes Menschenäfflein. Massiv, eine Einheit. Vielleicht schneide ich das alles raus. Vielleicht schneidest du das alles raus. Auf jeden Fall haben wir uns gerade die beste Haltestelle von Kiel angeschaut, Belvedere. Muss man sagen, war schon immer eine gute Haltestelle, bessere Band. Zum ersten Mal habe ich die live gesehen. Du hast gerade eben zum ersten Mal Belvedere live. Ich habe gerade eben zum ersten Mal Belvedere live gesehen. Das ist ausgesprochen schwach. Das ist nicht nur schwach, das ist überraschend. Überraschend schwach. Und auch überraschend und schwach. Ja. Und ich fand es aber sehr schön. Ach, cool. Ja, Mensch, wer hätte das gedacht? Also es ist einfach, ich meine, die leben aber auch davon, dass das wahrscheinlich der süßeste Frontmann der Welt ist. Man muss ihn einfach gerne also, haben. Aber das ist, glaube ich, bei vielen kanadischen Bands so der unique selling point. Aber ich glaube trotzdem, dass das halt so ein... Wir gehen mal durch den Park. Ja, wir gehen durch den Saufpark. Ah ja, yeah, we're going to the South Park. Dass das halt so ein... Es gibt ja immer dieses Never Meet Your Heroes. Ich glaube, bei dem wäre das okay, oder? Ich glaube, der ist einfach gut. Ja, wir waren ja letztes Jahr in so einem winzigen Ort im Saarland, wo er akustisch aufgespielt hat und haben ein bisschen geschnackt. Und er ist einfach wirklich sehr netter Mensch. Und ihr habt das Gefühl, der meint es auch so. Das habe ich aber auch von allen gehört. Von allen. Und das sind einige. Ja, das ist doch gut. Ja, also ist ja auch mal eine schöne Ausnahme. Aber jetzt nicht genug über die Vergangenheit geredet. Ich möchte noch folgende Phrase loswerden. Weil Throwing Stuff so krass war, war das auch schön, sich zum Runterkommen Belvedere anzugucken. Das muss man sich mal vorstellen, weil die sind schon schnell. Die sind arschschnell. Das schlägt natürlich in zwei unterschiedliche Kerben von diesem großen Stück Holz, das wir Punkrock nennen. Oh. Und jetzt gucken wir uns die Rückseite von dem Stück Holz an, wo nämlich auch auf einmal Blasinstrumente dabei sind. Jetzt spielt Random Hand einer der Hauptgründe, warum wir den langen, beschwerlichen Weg nach England auf uns genommen haben, denn die sind einfach geil. Das war schon das Argument 2018 und das Geile ist, oh, ein Consume-T-Shirt, das ist auch das Argument 2022, weil das halt einfach eine ganz, ganz hervorragende Band ist. Ja, und jetzt haben wir die seit 4 Jahren nicht mehr gesehen, das wird halt auch mal wieder Zeit. So sieht's aus. Und eines Tages werden wir Knochen sein. Tschüss! Eines Tages werden wir... Sind Sie letztendlich? Das sind die Komponisten und Textdichter. Und wir sagen nein. Für dieses Geld kriegt ihr unseren Kram nicht. We got the voice. You just want.
So, Teil 18. Wir sind gerade raus bei Random Hand und Random Hand haben tatsächlich Bones gespielt. Wir gehen übrigens falsch. Ja, ist egal. Wir wollen jetzt mal was trinken kaufen. Okay. Random Hand, wahrscheinlich die beste Tröten-Punk-Band auf der Welt. Ja. Ja, also 10 von 10 Punkten, also aber wirklich. Erwartung war auch 10 von 10. Ja, aber deswegen trotzdem. Ist es gar nicht so überraschend, aber es sind sehr gut. Aber das musst du mal erfüllen. Also eine Erwartungshaltung von 10 von 10 hatte ich auch. Ja, 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 und die ja. musst du erfüllen und sie haben es erfüllt. So ist es. Und sie haben diesmal Bones gespielt, das war noch geiler. Mir fällt auch kein Lied ein, wo ich den Titel sagen oder das Posaunensolo vorsummen könnte, das sie nicht gespielt haben. Nee, genau. Also es war ein Gewinn auf ganzer Linie. Komplett und alle Leute durchgedreht. Und halt auch nicht so eine Party-Tröten-Punk-Band. Nein, überhaupt sondern nicht. Sondern überhaupt also, mit politischem Anspruch und allem. Und dafür, dass das nur 4 Leute sind und sich Gesang und Posaune abwechseln, funktioniert das so erschreckend gut. Ja. Und alles war, wie der Franzose sagt, wenn er sich ein Stück Fleisch brät, à point. Das, ja, also komplett, so tight gespielt, das geht ja gar nicht besser. Nee, ich weiß auch nicht, wie das heute noch irgendwie... Ja, lass mal Carling saufen. Ja, Bier auf jeden Fall. Bier saufen. Ich warte hier drauf. Time I'm sure.
meine Damen und Herren, wir sind jetzt hier gerade am Dienstgate. Das ist die Haltestelle vom Rebellion. Genau, Götz Schaffel-Schneider ist damit beschäftigt, ein Uber zu buchen. Mach weiter, Götz, und lass dich von dem Podcast nicht ablenken. Nee. Wir haben gerade die Pferdus gesehen, die waren extrem gut, aber das erwartet man leider auch von denen. Deswegen ist es eine 10 von 10 gute Ablieferung. Würde ich auch sagen. Also, ja, vielleicht 9 von 10. Sie haben vielleicht nur einen Song von der EP mehr spielen. Ja, richtig, nur die alten Sachen. Das ist die ewige Krux. Aber es ist bei der so, ich finde ja die The Leopard. Ist das die Leopard? Leopards. Ja, die Leopards. Die Leopards, die finde ich auf Platte, ja. Das läppert sich. Aber live läppert sich das richtig. Was kniedeln die ein, Arbeiter? Ich saß heute auf dem Kno, hab gekniedelt, aber die kniedeln bis zum Gehen nicht mehr. Das war heute das erste Konzert, dem ich beiwohnen durfte mit dem neuen Bassisten. Und der alte Bassist, den habe ich leider in Anführungsstrichen vorher bei Random Hand getroffen und er wollte, dass wir seine neue Band uns angucken, welche da heißt Bruise Control. Die spielen leider erst in 1-2-3 Stunden und da muss man halt schon lang im Bett sein. Also wir. Genau. Ja. Und jetzt ist das Thema mit Pferdus abgehakt und jetzt möchte ich nochmal, was wir vorhin recht zerrissen haben, Thema Wolfreak möchte ich nochmal aufrollen. Wir hatten mittlerweile doch recht interessante Gespräche mit einigen der Bandmitglieder. Und die haben eine interessante Weise, damit umzugehen, dass ihr Gitarrist gestorben ist. Tschüss, Le. Und der Gitarrist war halt der Typ, der auf den Studioaufnahmen in einem Take die krassesten Soli eingespielt hat. Und das kann jetzt keiner, weil der tot ist. Und jetzt spielen die so ein bisschen andere Musik. Und das ist für die voll okay. Und ja, jetzt schäme ich so ein bisschen, dass ich das so runtergemacht habe, denn... Was will ich dir vorwerfen? It is what it is, das haben sie auch gesagt. Ja, genau, das war so der Tenor. It is what it is. Wir sind jetzt eine Metalband, Punkt. Genau, und deswegen finden sie es komisch, auf Punkfestivals aufzutreten. Ja. Und wahrscheinlich sehen wir Wolfric dann auch nicht mehr so oft, es sei denn, wir fahren mal wieder nach Wacken. Und komische Geschichte, komische Art, mit Tod von Personen umzugehen. Aber it is what it is. Ende der Geschichte von mir. Götz Schaffel-Schneider, hast du ein Uber gebucht? Ich habe keinen Speicherplatz mehr. Schade. Dann reden wir einfach weiter. Ja, nee, da kommen jetzt deine Kumpels. Da kommen die Kieler. Moin, Kieler. Ja, hallo. Nach Hause ins Bett. Oh, okay. Ja. Nimmst du noch auf? Aber ja, klar, nehme ich auf. Ja, na sicher. Wo wollt ihr jetzt hin? Zombie-Check. Ah ja. Ja, viel Spaß, ne? Wir sehen uns morgen. Ja, tschüssi. Sag mal, noch so einen kleinen Kommentar zu diesem ganzen oberkörperfrei-Macker-Bandtum hier. Ich finde, das fällt mir hier nicht, also stößt mir hier nicht so sauer auf wie zu Hause. Wer war denn oben ohne? Oben ohne. Von Random Hand einer? Ja. Aber der hat das halt auch ironisch konterkariert durch diese super enge goldene Buchse. Ja, aber. Ich weiß nicht, ob das dann okay ist. Und der von Einzel? Naja, wir nehmen hier gerade einen Podcast auf, bitte weitergehen. Hast du noch irgendwas zu sagen über deine eigene Band? Wir sind hier beim Manchester Punk Festival und du spielst hier. Stell dich mal vor, wer du bist. Ich bin der Max von Christmas. Ich mache mir Sorgen um den Föhl, weil ihr den allein auf dem Festival rumlaufen lasst, nüchtern. Der Sven ist auch da. Ja, der Sven ist auch da. Der Zwerg. Sven. Zwerg. Der Sven. Okay, der Sven ist auch noch da. Den kenne ich jetzt noch. Ich weiß nicht, wer vertrauenswürdig den hast du letztes Mal bestimmt auch gesehen. Ja, aber der Föhl, der ist schon wieder wild unterwegs. Der macht sogar wieder Bilder mit seiner Fotokamera und verdient wieder seine Bierschinken-Million. Die Kamera hat er verloren. Hat er verloren. Die Bierschinken-Million hat er verloren. Die Bierschinken-Millionen, die stecken hier irgendwo in so einem, in dem Bugle-Street-Haus. In der Bugle-Street? Ja, da hat er investiert. In der Revolution. Ah ja. Ja, da hinten ist noch eine Revolution, Buddy. Ist aber ein bisschen schäbiger. Ich glaube, da hat er investiert. Ja. Er wollte hier investieren, hat aber in die schäbische die Bierschinken-Million investiert. Ja, Phil ist das größte Schwein. Würdest du hier oben ohne spielen? Ja, mache ich auch morgen. Für dich? Okay, danke. Nur für dich. Du hast dir das gewünscht. Ja, damit lassen wir das Thema jetzt auch sein und gehen zurück ins Funkhaus. Nee, was ich nochmal ansprechen wollte, das scheint. Sind wir immer noch auf Sendung? Nein, jetzt neu. Das scheint hier niemanden zu interessieren, dieses ganze Thema oberkörperfrei und nur Dude-Bands. Weil das feiert. Nature. Das waren ja auch nicht nur Dude-Bands. Heute? So, jetzt gehen wir. Vielleicht sind wir das Problem, weil wir uns nur die Dude-Bands. Ja, aber ich meine, die einzige Frau am Mikro, die wir gesehen haben, war die Sängerin von Chorus Springs, die ausgeholfen hat. Aber die haben doch auch noch ein komplettes Set gespielt. War halt keiner von uns da. Haben die heute gespielt? Nein, nein. Ja. Nee, aber der Rest, den scheint das hier ja insgesamt nicht zu stören.
Du musst mir jetzt ganz wichtig die Adresse von dem Airbnb sagen. Okay, jetzt müssen wir halt. Piep, 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 piep. Das, liebe ZuhörerInnen, war der erste Tag vom diesjährigen Manchester Punk Festival. Gehört habt ihr Wolfric mit dem Lied Slime Beneath Us und dann von Throwing Stuff das Lied ACIYHAB. Ich nehme an, das heißt All Cops in Your Head Are Bastards, weil es im Text die ganze Zeit von einem Policeman Inside Your Head handelt. Und das ist das Lied, was wir auch im Podcast thematisiert haben. Es ist nicht das Lied über Arbeit, sondern das Lied über Myanmar. Und das hat die Band sich gewünscht, dass wir das spielen. Und dem komme ich natürlich sehr gerne nach. Wenn man auf die Bandcamp-Seite von Throwing Stuff geht, dann steht da We like having fun and playing fast. Und das merkt man auch, wenn man die live sieht. Ne, echt eine coole, sympathische Band. Kauft euch mal deren Zeug. Danach haben wir von Belvedere das Lied Closed Doors gehört. Dann eben kein Lied von Random Hand. Stattdessen das Lied Regener in Blood von der Band Power aus Kiel. Und zum guten Schluss von den Fair Dues das Lied 1000 Miles. Das war's mit der ersten Folge von unserem Manchester Punk Fest Live Podcast Quatsch Experiment. Und es wird noch viel besser mit der nächsten Folge. Da ist auch coole Musik drin und dummes Gequatsche. Dafür kennt man und liebt man uns. Also, wir hören es wieder, wenn es wieder heißt. Wow, wow, Bierschenken, Bierschenken, wow, wow.